Um die Versorgungssicherheit von rund 35.000 Kunden aufrechtzuerhalten, müssen die Gasleitungen der Salzburg Netz GmbH regelmäßig gewartet werden. Dabei wird die Methode des Molchens angewandt. Der Molch ist ein Reinigungs- und Inspektionsroboter, der mit dem Erdgasstrom durch die Gasleitung fährt. Zuerst wird die Leitung gereinigt und dann mittels Geometriemolch genau vermessen. In der dritten Phase kommt dann der intelligente Molch zum Einsatz. Das ist also ein hochtechnisches Gerät mit einer Vielzahl von Sensoren drauf, die natürlich sehr empfindlich sind. Und dieses Gerät muss dann mit einer Durchflussgeschwindigkeit von etwa 1 bis 3 Meter pro Sekunde durch die Leitung bewegt werden. Und die Herausforderung ist also, diese Geschwindigkeit entsprechend einzuhalten, damit der Molch eben die ausreichend Zeit hat, über diese Sensoren eine Vielzahl von Daten aufzunehmen und die abzuspeichern. Dass wir wirklich durchgängig über die gesamte Länge der Leitung dann ausreichend Aussage treffen können über die Sicherheit der Leitung. Während der 24 Kilometer langen Fahrt durch die Gasleitungen muss der intelligente Molch immer wieder Messpunkte passieren. 10.28 Uhr ist in Nussbaum angekommen. Ja. Okay. Das ist Opfern von den Daten bzw. Von den Messpunkten ist deswegen wichtig, dass man den Molch nachverfolgen kann und man in gewisser Weise auch weiß, wie schnell oder langsam dass der Molch unterwegs ist und dementsprechend eingreifen kann. Mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde misst der Roboter alle 2,5 mm die Leitung auf Beulen, Wandstärkenunterschreitungen durch Korrosion und auf Risse. Grundsätzlich die Messeinheit ist eine Magneteinheit. Ja, die Pipeline wird magnetisiert und das Magnetfeld ist theoretisch in dem Metall immer gleich. Und sobald sich was verändert, das heißt die Struktur im Metall verändert oder sonst was, ändert sich das Magnetfeld und das messen wir halt. Und dadurch können wir sagen, genau da ist Korrosion oder ein Riss, eine Fehlbildung, irgendwas. Rund 2100 Kilometer Gasleitungen, davon 200 Kilometer Hochdruckleitungen, müssen regelmäßig überprüft werden. Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beim Öffnen der Leitungen sind natürlich sehr groß. Wir haben es natürlich mit Erdgas, mit einem explosiven Medium zu tun. Und sobald wir also die Leitung öffnen oder auch den Molch in die Schleuse hineinfügen und herausnehmen, haben wir kurz mit Gasaustritten zu tun. Aber unsere Leute sind entsprechend geschult und unterwiesen, dass es da zu keinen Komplikationen kommen kann. Erdgas ist und bleibt ein wichtiger Energieträger für private Haushalte und Firmen. Die Überprüfung und Wartung der bestehenden Erdgasleitungen ist daher enorm wichtig, damit das Gas auch weiterhin ohne Probleme zu den Kunden kommen kann.